Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der gelbe König mit einem Hautlappen im Mund von einem Kind. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Saint Cotard. Ja, es wird immer abstruser und ich habe ein ganz mulmiges Gefühl dabei, jetzt hier durch diesen Gang zu gehen. Ich würde eigentlich lieber auf Benedikt warten, habe aber so das leise Gefühl, dass wir da rein müssen, bevor er kommt. Ich gehe nochmal vor die Tür. Ich will es noch nicht so richtig wahrhaben. Ich hoffe, er kommt. Bestimmt, wenn wir durch diesen Gang gehen, kommen wir bestimmt in das Labyrinth, oder? Looks like a maze. Ja, okay, da will er nicht hin. Weg will er ja auch nicht. Now, I have to find Hathor. Das verwirrt mich halt, dass wir die Möglichkeit haben, auch einen Weg zurückzufinden. Das verwirrt mich gerade irgendwie. Ich spreche noch mal kurz mit den Jungen und hoffe, dass Benedikt in der Zeit dann da ist, dass wir vielleicht doch zusammen gehen können. Keine Ahnung, was das Spiel hier so vorsieht und was hier alles so möglich ist. Aber ich würde mich halt echt ärgern, wenn es möglich wäre und wir es einfach nicht probiert haben. Ja. Take care. Goodbye. Witzig wäre es gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, auf Nimmerwiedersehen. Das hätte mich dann schon auf einem anderen Fuß erwischt. Oh, Benedikt, komm doch endlich. Komm doch einfach endlich. Was können wir hier noch... Ach, guck mal, wie er jetzt einfach abtaucht. Luca? Du hast doch geguckt. The King in Yellow is here now. You have to talk to him, not me. Ich habe ganz genau gesehen, dass du gelünscht hast. Ich hab's doch gesehen. Luca. Ah, warte mal, jetzt können wir hier mal gucken vielleicht. The clock is dead. At the stroke of midnight. Ich will da nicht rein. Wir müssen bestimmt vorher noch was machen. I'm not allowed to go upstairs. Jetzt mal ganz ehrlich, was kann dir denn passieren? Wird die Katze dich dann angreifen? Ein Mann Gottes zu sein bedeutet doch hoffentlich trotzdem, auch ein Mann der Logik sein zu dürfen. Branko Merzel. Fran Merzel. Ivan Goldin. Ja, aber was sollen wir hier machen? Ich will da nicht durch. Ich will da nicht durch. Können die echt nur... Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir die in einer bestimmten Reihenfolge angucken oder so. Aber sehr offen gelassen. Also wir haben halt einfach noch keinen Hinweis, um dieses Rätsel lösen zu können. Benedek, wo bist du, wenn man dich mal braucht? You're free to step inside. Though beware, it is a one-way pass. Once you get in, there is no coming back. You will have to find another way out. Ja, dann dieses Labyrinth wahrscheinlich, ne? Excuse me. Ich wollte aber eigentlich mit dem König in Gelb sprechen. Wenn es dir nichts ausmacht, Luca. You're free to step inside. Okay, ne. Once you get... Sagt er nichts. Excuse. Na gut. Lucas said it's not possible to come back. Am I really ready to go in? Ja, was soll ich denn machen sonst? Ich gehe jetzt rein. I'm going in. What is this place? It's like I entered into a hellish nightmare. And there's no going back now. Oh, cool. Fleischwände. Kelly Sue Drayton. Die war aber nicht an der Büste, ne?
Cool, dass wir das anschauen können. How is this possible? I remember this painting from the orphanage. Vielleicht bist du in deinen eigenen Gedanken. Oh, es ist gruselig. My mother, the only person who stood up for me. My father, he used to tell me I'm nothing but a sin and called me God's degenerate. Ach, jetzt raff ich das auch. Dort, wo wir gelebt haben, diese... Ah nee, das war ja Benedek. Nee, Benedek war das ja. Das war ja gar nicht Nikolai. Ich dachte gerade, der Benedek war auch in einem Waisenhaus, aber das habe ich jetzt gerade verwechselt. Okay. My brothers and sisters from the orphanage. Horrible souls deserve a horrible fate. I must be losing my mind. Mother, is that really you? Ich guck mir das Bild an. My brothers and sisters. Okay. Was? My brothers and sisters from the. Ziemlich krass, finde ich. My brother. Grausame Seelen verdienen ein grausames Schicksal. Und so wie er das ja gesagt hat, sagt er, es ja voller Hass. Ich guck mir jetzt erstmal die Bilder an. Du musst jetzt hier warten. Den haben wir doch... Nee, das war ein anderer. Aber der sieht fast so aus wie der blonde Typ. Anton Ferro Istarski. Kann ich mir nicht merken. Keine Ahnung, wer das ist. Kann ich hier weiter? Nee, ne? Mutter? Warum sehe ich dich? Why am I seeing you? It is time. I'm always with you. Hätte man die Stimme nicht noch ein bisschen gruseliger kreieren können? Naja. Guck mal, die sieht aber aus wie ein Mann. Unter der Kapuze. Finde ich schon. Das Gemälde aus dem Waisenhaus. Wie ist es an diesen Ort gekommen? The painting from the orphanage. How did it end up in this place? You see what you want. Lies. In the real painting, I was standing by your side. And there were no other children. Your existence is changing. You have no family anymore, son. Follow me. I'll help you find your woman and child. Mother? Ja, das halte ich jetzt für eine sehr gute Idee, der zu folgen. Wenn ich mir das alles hier so kreieren kann, wie ich es mir vorstelle, dann stelle ich mir jetzt hier eine Tür nach draußen vor mit einem schönen Strand. Aber das ist dann wahrscheinlich nicht erlaubt, ne? Oh. I was waiting for you. Oh, demonic slave! Where is she? Where's my Mutvare Korsi Akhrisa? No! Back. It hurts so bad. I haven't walked so quickly since I was a first grader. Ja, es war so klar. Oh Mann! War das Dr. Hatur? Ne, warte mal. Wir gehen erstmal den Jungen besuchen. Das war bestimmt Dr. Hatur. Und was hat der mit uns gemacht jetzt, hm? Warum sind wir jetzt so ausgeraten? Na gut, okay. I can see a white figure on the pier below. It must be a child. I'm not going there. I have to find Nikolai. Gut. Und ins Labyrinth vielleicht? Vielleicht ist er ja im Labyrinth, hm? Hm? Er läuft echt ewig. Oh, er geht tatsächlich hin. Those shrubs look poisonous. I'm staying away from it. Och Mann, oh. Na gut, dann gehen wir halt rein. Warte, wir gucken uns noch das Schild an. Goldin. Goldin. Ja, sag ich doch. Oh, aber das mag ich mit diesem Wechsel. Huch. Der Gang ist ja offen. Und hier ist eine Hä? I'm not climbing up that thing. It looks unstable. Besides, I have no reason to do it. Hier können wir rein. Der Dingens ist weg. Was ist denn mit der Uhr passiert? It's empty.
but I can see some fresh drops of blood in there. Disgusting. Oh, ich finde das auch echt eklig. Wo ist Luca? Niklas Händel. Hä, stand das vorher auch da? Stand da nicht ein anderer Name? Oder hab ich jetzt Hallos? Guck mal, jetzt können wir uns die ganzen Gemälde nochmal angucken. It shows a caped man preaching to a group of children. The man has darkness for a face. Da sagt er das gleiche überall, ne? It depicts angels flying above a restless sea. Hands rising from the water, calling for help. Ah ne, die sehen, glaube ich, unterschiedliche Sachen, weil er hat ja, also Nikolai hat was anderes reininterpretiert. It's named Pula. I think I heard of this town, having a very tall church tower with loud bells. Hm? Someone tried to depict a gathering of witches in a funny way. They are laughing and having a good time. It's a disgrace. Witches are not something to joke about. The artist should be punished. Ja, Benedict. I see a scared man who just got out of the woods. His face is pale and eyes wide open. Das sind wir. Nikolai hat gesehen, wie jemand vor dem Wald gestanden hat, bevor er reingegangen ist, und wir sehen jetzt jemanden, der aus dem Wald herausgekommen ist. Das sind wir, oder? Oh, ist das cool. Also interpretiere ich jetzt einfach mal da rein. Es gefällt mir, die unterschiedlichen Sichtweisen. All alone here? Where's everyone else? Where's your owner? Come over here, through the passage. Ne. Mach ich nicht. Kannst voll vergessen. Ich guck mir jetzt das hier nochmal an. Ranko Merzel. Ja, sind immer noch die gleichen. Martin Zuidevliet. Natalia Pietersen. Ja, das sind die gleichen. Ich will mir nochmal Susu angucken. Paar Susu, Susu. Zazu. Zazu. Fran Merzel. Wir können ja auch nichts tun, ne? Wie sie mal runtergucken. Ivan Goldin. Ja, okay. Es hat keinen Zweck. Es hat keinen Zweck, hier was zu tun. Obwohl, vielleicht mal fürs Thumbnail. Kannst du dich mal drehen, bitte? Jetzt müsste ich die Helligkeit ein bisschen runterdrehen, aber ist egal. So. Egal, egal, egal. Ja gut, dann gehen wir halt jetzt mal da durch, ne? Was sollen wir sonst auch machen? Halt, Moment, Moment, Moment. Können wir hier... Nee, wir können nicht hier. Wir können nicht hier hoch. Der König in Gelb versperrt uns den Weg. Wir kommen nicht dran vorbei. Wir kommen einfach nicht an ihm vorbei. Mhm. Stimmt, Nikolai sieht ja generell alles so immer so ein bisschen anders als die anderen, ne? Anton Fero Istarski. Ist irgendwie cool, das Bild. Gefällt mir, dass es so einen Ölgemälde-Look hat. Oh. Ach, ist das der Typ mit den Katzen hier? A man proudly seated in his king-sized chair, surrounded by cats. Hm. Could be someone important. Der Katzenmann, Mr. Wild. It looks shockingly similar to the cat in the lobby. It has a menacing stance, as if safeguarding its master. Bei uns stand gerade Frauchen, ne? Warte mal. It looks shockingly similar to the cat in the lobby. It has a menacing stance, as if safeguarding its master. Ja, er sagt Master, bei uns steht Frauchen. Was stimmt denn jetzt? A congress of felines. Some people worship them and think they are superior animals. Mhm. A congress. Okay. Also der hat es mit Katzen. Das ist nicht die Katzenlady, sondern der Katzenmann. Hier ist noch ein Porträt, das gucke ich mir an, bevor ich mit Luca spreche. Kelly Sue Drayton. Aber er kennt sie auch nicht. Na, hätte ja sein können, er weiß, wer das ist. Können wir hier auch irgendwie... Ne. The king says you are here to see that friend of yours.
Der König. Ich versuche, Nikolai zu finden, nicht einen Freund. I'm trying to find Nikolai, not a friend. I don't know the man's name, but since we don't get many visitors, that must be him. If you find him, tell him he owes me a pack of matches. I had to light a lot of candles because of him. Okay. Warum? Was ist passiert? Why? What happened? When he got in here, all the lights in the lodge went out. Oh. I've never felt a stronger, more bone-chilling draft in my life. Hm. Wo ist der danach hingegangen? Na, mal gucken, ob Luca jetzt ehrlich ist. Where did he go afterwards? Certainly not back through the lobby, as the door was closed. He could only have gone in one direction, into the tower. And from there, who knows? This building is full of secret passageways. Eieiei. Spannend. Was hat den Luftzug verursacht? Na, vielleicht eine offene Tür? What caused the draft? I don't know. Something from the tower, I suppose. The king does not want to tell me. He's playing awfully coy about it. Ich finde das so geil mit der Katze. Ja, ich meine, die wohnen hier direkt an dem See, also da gibt's schon auch mal einen kühlen Luftzug. Nikolai hat den Luftzug nicht verursacht. Nikolai didn't cause the draft then. Yes, he did. This hallway leads to Mr. Goldin's room, where a friend was headed. He caused the draft. Ach, ich denke, du weißt nicht, wo das Zimmer von Herr Goldin ist. Könntest du nach oben gehen und nach ihm sehen? Ich kann in der Lobby warten. Could you go upstairs and check for him? I can wait in the lobby. No. I've never been in this part of the lodge before. Never in the tower and never in the warden's room. No way. He's your friend. You should go. Ja, eben. Ich habe dir schon gesagt, dass er nicht mein Freund ist. Oh, jetzt geht das wieder los. I already told you he's not my friend. Whatever. You have no choice. The king is telling me you have to go in there. At one condition, though. I won't see him anymore, so you have to pay for his debt. What would that be? I will give you a clue. What do I need to repel darkness in the lodge? Was brauche ich, um die Dunkelheit im Landhaus zu vertreiben? Ja, Streichhölzer. Und wir sollen jetzt die Schuld begleichen? Was brauche ich, um die Dunkelheit im... Du musst aufhören, an deinen König zu glauben. Ich fühle mich nicht wohl dabei, in den Turm zu gehen. Könntest du ihnen einfach ein paar Informationen für mich geben? Das ist beides Kacke. I don't feel comfortable going into the tower. Could you just pass him some information for me? I won't see him anymore. I'm not guessing. I know. The king has told me. Ich denke, der redet nicht mit dir. Okay, der König hat ihm gesagt, dass er ihn nicht mehr sehen wird, den Nikolai. Und dass wir deswegen mit ihm reden müssen. You need to stop believing in that king of yours. Turn to God instead. I need something that makes fire, that's all. Pay for the debt and I'll let you go upstairs. Das ist natürlich blöd, weil wir haben die Streichhölzer der Frau gegeben. Wer ist dein König? Who is your king? The king in yellow. He who opens passages. Where is he? Spiritually, everywhere. Physically, right now, in the lobby. And yellow. A cat is your king? He is everyone's king. He only chooses to appear as a cat. Do not deceive yourself in thinking he is merely a pet. He gets angry easily, and you don't want to get him angry. Gut, damit kann ich leben. Hier, Nikolais Schulden, Streichholzschachtel geben, aber wir haben die doch der Frau gegeben. Here, Nikolai's debt. You may go into the tower now. Danke. Okay, also wir hätten auf jeden Fall vorher in den Wald gehen müssen, aber sonst wären wir auch nicht hierher gekommen. Where are you going? Now that I have this matchbox, I have work to do. Couldn't you at least wait here? Sorry, sir. I wasn't supposed to even see the hallway. I'm sure that god of yours will help you get out of there. Wait! I could have just left this town. Sometimes I don't understand myself. Ja, du, ich verstehe dich manchmal auch nicht so genau. Hä, aber woher hatten wir denn jetzt diese... die Streichhölzer? Ich dachte, die sind... die haben wir weggegeben. Naja, egal. Hauptsache, wir haben das Ding.
Allegedly, when used, this hideous little skull wards off any demon in the vicinity. Na gut, wir gehen hoch. Ist egal. Mal gucken, was uns erwartet. This room appears empty, but the candles are still lit. Oh, ein Guckloch. Da gucke ich als erstes durch. Als allererstes. I could be wrong, but there seems to be something reflective at the end of the hole. I'd need something long enough to reach it. Das hier. Gehstock. Ganz einfach. Using one of these might help me to reach the end of that hole. Na dann. Ich guck mich da noch um, keine Angst. Aber jetzt will ich erstmal wissen, was hinter dem Loch ist. Aha. The Warden's secret passage. Der Geheimgang des Aufsehers. Schreibtisch. A couple of books regarding the human mind, and a quill that was used on a piece of paper to draw. Wooden twigs tied with tiny threads, or plant roots. Three triangles tied in the middle, with another twig. This is beyond my interest of knowing. It must be witchcraft, or something to worship the devil. Na, ist das nicht diese Hexenschrift hier? Die gibt's doch. Seven symbols. All very different from one another. The round one could be an iteration of the accursed evil eye. Cool. Oh, ich mag sowas. Das gefällt mir. Aber hat das jetzt was zu bedeuten? Brauchen wir das später noch? A dense fog rises above the lake, creeping inland. Nebel ist auch immer schön. Wie der Stock da einfach. Können wir da auch rausgucken? Nee. Können wir runtergehen? Ein Buch. The book's title is An Inhabitant of Sabor. Mhm, kenne ich nicht. Aber Sabor ist hier hinten auf Nikolais Karte. Das ist hier hinten auf Nikolais Karte. Das steht bei uns gar nicht da. Ach, das ist ja spannend. Klick. Da kommen wir bestimmt mit dem Boot hin. Udav. Ich frage mich gerade, wenn wir wirklich die Karte von Ida genommen hätten, hätten wir das dann hier auch gesehen? Sabor gibt's bei uns gar nicht. Aber ich glaube, ich muss hier echt aufpassen, um nichts zu übersehen. Schreibtisch. Haben wir alles angeguckt, ne? Ja, gut, dann gehen wir runter. Wo sollen wir auch sonst hin? Hoffentlich geht's Nikolai gut, aber ich glaube, der wird das erste durchdrehen. It could be a trap, but I have no other choice. I have to descend. Du musst. It was a harrowing walk. There was no light. Every step I made was a danger. The child at the end of the pier surely must have seen Nikolai and the warden come out of here. I should ask. Das Boot ist weg. Nikolai hat doch das Boot genommen. Oh, wir können den Eimer gar nicht angucken. Ja, also ist Nikolai muss ja irgendwie hier rausgefunden haben, oder? Hoffe ich. Hi, little one. Can I ask you some questions? I'm not little one. I'm Anton. Anton, hast du jemanden aus dem Tunnel kommen sehen? Anton? Have you seen anyone coming out of that tunnel? I saw you. That is good, but anyone before me? Two men. One had the eyes of a dead man. Zwei. Ach so, der Hathor. Aber den kennt er ja eigentlich, ne? Wo sind sie hin? Where did they go? They drove away with the boat. Disappeared into the fog. Ja, Mist, ne? Jetzt kommen wir da nicht mehr hin. Die Augen eines toten Mannes? War er tot? Eyes of a dead man. Was he dead? He was breathing. The warden dragged him. Ach so, der hat uns niedergeschlagen, oder? Kommst du oft hierher? Do you come here often? Fishing. Yes. So you know the warden?
Of course. He is always good to me. Always gives me food. Says I have to gain weight. Ja, das ist das Gleiche, was wir schon mit Nikolai erfahren haben. Denkst du, er hat den anderen Mann in die Anstalt gebracht? You think he took the other man to the asylum? No. He uses the boat only when meeting with the Moon Ghouls. Oh. They always go to the same place. It's on the other side of the lake. Ja, toll. Woher weißt du von diesem Ort? Gute Frage. How do you know about that place? My mother Evelina told me all about it. Nothing else is in that direction. Was hat sie über diesen Ort gesagt? What did she say about the place? Kleck. That is the name. When night falls, witches gather on that hill. Aha, also doch. They sing and dance in front of three white fingers. Mother says they once belonged to an evil giant. Who belonged? The fingers or the witches? Fingers. Witches come to Kleck to call the demons from the mountain. They make and eat babies together. Oh. What kind of woman tells stories like this to a child? Sie machen und essen Babys miteinander, Alter. Gut. War ja damals wirklich so. Solche Geschichten wurden ja damals wirklich erzählt. Aber, ne, wir haben es gewusst. Es gibt hier doch irgendwo einen Hexentanzplatz. Und dieser, jetzt kann ich wieder nicht gucken, ne? Kleck. Oder diese Anstalt war ja, glaube ich, auch auf der anderen Seite. Du hast die Mondghule gesehen? You saw the Moon Ghouls? More than once. And they did nothing to you? They could not. Dr. Hattur was taking them away with the boat. Sind sie Mensch oder Tier? Are they man or beast? Both. Their whole body is yellow. They don't have faces. Their faces are shadows. Ja, wissen wir schon. Ist es nicht gefährlich, um diese Zeit draußen zu sein? Er stellt genau die gleichen Fragen. Isn't it dangerous to be out at this hour of night? Day, night, it's all the same to me. The only thing that matters is to finally find my mother and father. Where are they? Im See. In the lake. Hiding from me. Ja, da sagt er nichts. Wer hat dir das gesagt? Sie sind nämlich bei Gott, du Ketzerkind. Who told you that? Evelina. And now you are here fishing for your parents? Yes, but they don't love my skin. Or maybe they can't smell it in the water of the lake. I don't know. Ist schon echt traurig, ne? Wir müssen mit deiner Mutter aber mal ein ernstes Wörtchen reden. So, ich muss aber jetzt gehen, ne? I have to go now. What are you going to do? Keine Ahnung. Vielleicht kriege ich ja irgendwo ein Schlauchboot her. Wer kann mir helfen, nach Kleck zu kommen? Ich gehe zurück nach Hause und verlasse diesen Ort des Todes. Ich frage mich halt, wenn wir hatten ja schon ein paar Mal jetzt die Option, wirklich zu gehen. Ist das Spiel dann zu Ende oder... Ich will es halt jetzt nicht probieren, weil ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu spielen. Also, wer kann mir helfen, nach Kleck zu kommen? Who could help me get to Kleck? You need a boat. You can't walk there. It is too far away. And you can't swim. Harley is home to my mother and father. They would be angry if you did. Hm. Ja, dann ist blöd. Wo kann ich also ein Boot finden? So, where can I find a boat? On my way here, I always pass by the old man. He has a boat. Arsen is his name. Just walk into the woods left of the lodge. His house is on a small island. Take care, little one. Take care, little priest. Woher weiß er das? And if you see my mother and father, please tell them I'm waiting here. Das mache ich. Ach, armer kleiner Mann. Das tut mir richtig leid. Das muss. Stell dir mal vor, da steht ein Kind und angelt mit einem Fetzen seiner Haut nach Mutter und Vater. Was Traurigeres gibt's da eigentlich kaum. Okay, dann gehen wir jetzt doch wieder in den Wald. Oh, es ist wirklich alles dunkel. Es ist alles dunkel. Nee, links von der Lodge, hat er gesagt. Also vom Landhaus. In den Wald, zu dem Mann auf der Insel, der ein Boot hat, mit dem wir dann... Which path should I take? Hoffentlich... dorthin kommen. Oh, ja, jetzt kann ich wieder nicht gucken.
Wir sollen ja eigentlich nicht in den Wald gehen, ne? Entlang des Seeufers? Ach komm. Ich hätte jetzt gerne auf die Karte geguckt. Huch, nee, immer falsch. Immer falsch. Goldin, Carcassa, wo ist die Insel? Hier? Hier ist Kleck. Hier müssen wir dann hin. Da ist anscheinend ja auch die Anstalt, oder? Irgendwo hier muss ja auch die Anstalt sein. Harley? Oder hier drüben? Ich weiß es nicht. Hier? Ich habe doch keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Es wäre halt schön, wenn man irgendwie so einen Standort hätte, wo man das sehen könnte. Was ist das hier hinten? Ein Boot. Was wäre, wenn wir durch den Wald gegangen wären? Oh, hier, guck mal, ein Kiosk. An old boat. It's covered with a tarp. Geil, ein Kiosk. Ich will einen Snickers und einen Twix und ich möchte noch Gummibärchen und das und das. Und die Bravo. Komm, ein bisschen schneller hier. Komm, komm, komm. This drawing reminds me of an ichthys, a secret symbol of early Christians. Ach stimmt, der Fisch, ne? Klopf, klopf. Nee, können nichts mehr angucken hier. Nö. Warte, ich habe schon wieder vergessen, was er gesagt hat. Wahrscheinlich einfach nur, dass es ein Boot ist. An old boat. It's covered with a tarp. Tja. Guck mal, da ist ein Kreuz drauf. Da freut er sich bestimmt. Da freut er sich bestimmt. Da geht Benedikt doch gern rein. Arsene? Who is it? It's Benedict, sir. Sorry to disturb you, but I've been told you could help me. Who told you that? A boy named Anton. What do you want? Ich muss auf die andere Seite des Sees. Es ist wichtig. Ist das Boot da drüben deins? I need to get to the other side of the lake. It's important. You can walk or swim. Aber wie lange würde ich brauchen, um zu Fuß nach Kleck zu kommen? Der See ist nicht gerade sieht nicht gerade einladend aus, um darin zu baden. Und es ist kalt. How long would it take me to get to Kleck on foot? Kleck? Probably a day. Der See sieht nicht gerade einladend aus, um darin zu baden. Und es ist kalt. The lake doesn't look inviting to dip in. And it's cold. Didn't you just say it's important? If it is, you can do it. Why would you want to visit that damned locality? A man I'm trying to find could be there. You strangers. Why even come to this town? It wasn't my choice. Either way, you are a captive now. We are all captives of this place. Imprisoned souls waiting for our savior. Ja, super. Das macht mir Mut. Bei allem Respekt, diese Stadt braucht eine Legion von Exorzisten, um gerettet zu werden. Sir, with all due respect, this town needs a legion of exorcists to be saved. It needs just one soul with pure faith. One man, one soul to free us all. Ob wir der Auserwählte sind? Sind wir die reine Seele des tiefen Glaubens, der alle erretten kann? Ja, ich glaube, aber ehrlich gesagt, glaube ich, wir haben schon zu viele schlechte Entscheidungen getroffen, um das zu sein. Ist das Boot da drüben deins? Is that boat over there yours? What are you, Benedek? What do you mean? I don't know you. You don't live here. Who are you? Ja, das stimmt. Wenn ein Fremder zu dir kommt und dann einfach fragt, hier, das Boot da drüben, ist das deins? Benedict Donani oder so. Donani, ich weiß mal noch nicht, wie der... Dohnani. Benedict Dohnani. Ich diene Gott. I am Benedict Dohnani. I serve God. You are a priest. A monk from Budapest. Good. We shall continue this conversation then. Juhu. Wegen des Bootes habe ich gefragt. About the boat. You can't have it. Oh, I didn't mean... I've never used one. I thought that maybe you could go with me. No! The boat is occupied and no one can use it. And even if it wasn't, I am too old and too weak to board it. Besetzt von was?
Occupied by what? You have my permission to uncover the top. Oh. Why don't you just tell me? It's better if you see it with your own eyes. Eine Leiche? Kennst du noch jemanden, der mir ein Boot leihen könnte? Do you know anyone else who could lend me a boat? No one goes to the lake. There are no other boats. That's a lie. What about the boat at the lodge? You don't want to find yourself on that one. It belongs to the asylum. I'm the only one with a boat. No other inhabitant has one. Why would they? There's nothing here, and it's dangerous. Welche Orte empfiehlst du mir, wenn ich in der Stadt bin? What places do you recommend I visit while in town? You don't get to explore this place. If it doesn't devour you first, then only by the grace of God did you escape its swallow. We are surrounded by Carcassa in every direction. The Udav Mountain above us, and the Henna River and Lake Holly lay dead below. No animals live in this valley, except for the damned crows. Nothing grows or breathes inside these waters. We see death everywhere. Ja, aber warum darf ich die Stadt nicht erkunden? Ich weiß hier immer nicht, was richtig und was falsch ist. Und was wäre passiert, wenn wir durch den Wald gelaufen wären? Hier leben immer noch Menschen. Das wundert mich. People still live here. It amazes me. This is a valley of righteous men and women. We may be scared, with one foot in our graves, but we never lose faith. And we never succumb to darkness. A day will come when the light will win. Naja, mal gucken, ne? Was hat das Bildnis von gestern Abend symbolisiert? Was das für Fragen wieder sind? What do you know about the moon ghouls? They are everywhere. In the water, in the town, and the forest, on the mountain, and in the mala. Mala? What is that? It's what you strangers call fog. Hell, even some Katarians call it that because they don't know, or don't want to accept the truth. The moon ghouls are in the fog? Mala is not what it seems to be. It is not fog. You feel any humidity? Have you noticed the ground? It is completely dry. Because Mala is not a mass of water particles. Aha, der Nebel ist also besteht nicht aus Wasser, sondern irgendwas anderem. Was ist dann Mala? What is Mala then? The remains of dead Saborans, or as many prefer to call them, moon ghouls. They think if they don't pronounce the tribe's true name, that they will be safe, which is nothing but a fallacy. Also, der Nebel ist, was? Hab schon wieder vergessen, ne? Irgendwas von den Toten aus Saborens, was irgendwo da hinten war, was wir nicht auf der Karte haben. Also es geht von den Toten da aus. Wie ich schon 100 Mal zuvor gesagt und gedacht habe, dieser Ort ist dem Untergang geweiht. Like I said and thought 100 times before, this place is doomed. We just need one man, a savior, someone like our Ivan Kotar from the past. Ich bin der neue Ivan Kotar. Hier, ich habe aus Versehen gefragt, was es mit dem Mondgulen auf sich hat. Jetzt fragen wir nach dem Bildnis. What did last night's effigy symbolize? You were there? Unfortunately. I never do. I don't like crowded places. But I could see the fire from here, and it was beautiful. We torch it every year on the day of our patron saint, Ivan Kotar. The giant symbolizes a member of the Saboran tribe. Ach, der Saboren-Clan. Also dort hinten gibt's irgendwo einen Clan. Ist das ein guter Ort? Gestern war der 28. Oktober. Was geschah an diesem Tag? Ja, Release Date, ne? Yesterday was October 28th. What happened on that day? The day Ivan Kotar was murdered. Murdered? Yes, we celebrate. Nay, glorify the final moment of Kotar's long sacrifice for our ancestors, and thus, for us. Who murdered him? Decapitated by Vatican emissaries. For what reason?
accused of allying himself with the darkness from the mountain. It was such a horrible, horrible decision. Poor man gave his life for this town and its inhabitants, only to end up locked in his room and ultimately slain like an animal. The more I hear about this town and its mysteries, I just can't believe it. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Hast du in letzter Zeit eine Fremde gesehen? Have you seen a female stranger lately? No. No? Without even giving it a thought first? No one visits me except Ida, the souvenir shopkeeper. I am sure I saw no female strangers in years. Ja, warum sollten die auch herkommen? Gibt ja auch keine weiblichen Priester, ne? Was tust du hier? What do you do here? Trying to stay alive for as long as possible. I mean, what do you do for a living? I sell fish. Schönes Lebensziel. Ich versuche, so lange wie möglich zu überleben. Das alte Wohnmobil auf der anderen Seite der Brücke ist deins? That old camper across the bridge is yours? Yes. It was home to my parents before they settled in Svetikotar. They were... Wanderers? I wanted to say fools. I loved them. But for God's sake, why choose this town to start a family? We don't get to pick our parents. And yet whatever they do, we never stop loving them. Maybe it's not love. Maybe we are cursed the moment we are born. Naja, hat jeder so seine Sicht auf das Leben, ne? Du angelst im See? You fish in the lake? I never did. The waters are dead. Nothing grows or lives in them. Fish are sent to me every once in a while from other regions in Croatia. I have friends, mostly in Istria. Ich wollte gerade fragen, wie kommt er dann an den Fisch ran? Aber das hat sich ja jetzt geklärt. Kennst du Jakob Prenger? Did you know Jakob Prenger? He was our priest and a good friend of mine. I heard he disappeared. On a full moon night, like many others in the past. And that's it? No one knows what happened to him? I'm afraid all we can do is pray for his soul. Entschuldige mich. Excuse me. Tja, und jetzt ist es schon wieder soweit. Ich muss ein Folgenende machen. Schade eigentlich. Ich hätte Nikolai gerne noch gefunden. Ich würde gerne wissen, was mit ihm gerade los ist. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt hin sollen. Okay, auch mal durch den Wald. Ach komm, wir gehen doch mal kurz. Nur mal kurz gucken. Hier führen aber viele Wege lang. Kann man sich bestimmt verirren. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Oh, cool. Kreis. Oh, ich kann wieder nicht aufhören. It's man-made, in the form of a sacred shape. A black magic circle for rituals. Da sollten wir schleunigst verschwinden, was? Ach, wir können ja noch weitergehen. Na komm. Wenn wir schon mal hier sind. Ich muss trotzdem gleich mal ein Folgenende machen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Schon cool, hier alles zu entdecken. Wurzel. Even a mere tree root looks evil in this place. I feel it will grab me at any moment. That's a strange notion. Wieso? Wir können ja echt drüber gehen? Oh nee, da warte mal, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich muss jetzt echt mal hier, ich muss jetzt echt mal ein Folgenende machen. Krass wäre es, wenn sich jetzt hier alles verändert hätte. Oh, hier kann man ja so viel entdecken. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, dass wir das jetzt machen. Ah, was sollen wir denn sonst machen, ne? Ich habe gelesen,
dass man wohl auch vorzeitig sterben kann. Deswegen bin ich da lieber vorsichtig, weil ich habe echt keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Aber, liebe Leute, an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal ein Folgenende. Ich bedanke mich ganz, ganz sehr fürs Zuschauen. Finde es nach wie vor jetzt immer noch spannend. Ich freue mich, wie sich das Ganze hier entwickelt und hoffe, ihr seid dann am Montag wieder mit dabei. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. I believe in God. God is my shepherd. I lack nothing. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For you are with me.